Das Thema für heute sind die Auswirkungen der Panama Papers. Die zeigen uns die dringende Notwendigkeit, entschlossen gegen Steuerbetrug, Steuerhinterziehung, Geldwäsche, Terrorismus, Finanzierung und ähnliche Tätigkeiten vorzugehen, und zwar auf internationaler, europäischer und nationaler Ebene. Wir haben dazu einen Maßnahmenplan entwickelt. Klar ist, wir brauchen mehr Transparenz. Anonyme Finanzgeschäfte mit Offshore-Gebieten dürfen keine Chance mehr auf Erfolg haben. Und hier sind insbesondere die Finanzminister der G20-Staaten gefordert. Deutschland übernimmt Ende 2016 die Präsidentschaft der G20. Und dann ist es an dem deutschen Finanzminister Herrn Schäuble, seinen Worten da auch Taten folgen zu lassen. Auf europäischer Ebene ist bereits einiges passiert. Wir haben die vierte Geldwäscherichtlinie. Aber auch da können wir einiges weiter vorantreiben. Dazu gehört vor allen Dingen eine verschärfte Meldepflicht gegenüber den Helfern von Firmen, die massenhaft Briefkastenfirmen betreiben. Und wer nicht kooperiert, das muss auch klar sein, der muss harte Konsequenzen fürchten. Auch wir Nationalstaaten können etwas tun gegen Geldwäsche und Steuerhinterziehung, mehr tun, insbesondere gegenüber den Banken. Auch hier gilt, Verstöße müssen richtig wehtun, vom Entzug der Bankenlizenz und der zivilrechtlichen Haftung für den Schaden über Geldbußen in empfindlicher Höhe. Wir wollen harte Sanktionen gegen geschäftsmäßige Beihilfe zu Geldwäsche und Steuerhinterziehung auch durch Banken verhängen. Eine solche Verschärfung des Aufsichtsrechts hat der Bundesrat übrigens bereits 2013 beantragt, vorgeschlagen. Das ist bisher an der Union gescheitert. Wir werden sehen, ob die neuen Enthüllungen dazu etwas mehr Enthusiasmus führen. Auch Geldwäsche ist in Deutschland immer noch zu leicht. Für eine wirksame Bekämpfung der Geldwäsche brauchen wir ein nationales Transparenzregister. Und das hat Bundesjustizminister Heiko Maas ja bereits angekündigt. Überall dort, wo große Vermögen verschoben werden, muss auch hierzulande eine verschärfte Meldepflicht eingeführt werden. Und schließlich brauchen wir auch eine Verbesserung bei der Vollziehung unserer Steuergesetze. Da muss der Bundesfinanzminister mehr Engagement an den Tag legen, aber auch die Bundesländer zum Teil. Gerade in Bayern findet die Prüfung von großem Vermögen und auch von Betriebsvermögen sehr selten statt. Die Steuerverwaltungen müssen dafür personell aufgestockt werden. Grundsätzlich gilt, wenn vermögende Unternehmerinnen, Unternehmer, Bürgerinnen und Bürger sich ihren Verpflichtungen zum Wohl der Gesellschaft entziehen wollen, dann verletzt das den Kern unserer freien und demokratischen und solidarischen Gesellschaftsordnung. Und das werden wir nicht dulden. Einige Worte zu den Flüchtlingszahlen, die ja, wie Sie wissen, deutlich heruntergegangen sind. Das macht natürlich vieles leichter im täglichen Umgang. Wir stellen allerdings fest, dass wir auf europäischer Ebene immer noch keine kohärente Flüchtlingspolitik haben. Dafür kämpfen wir weiter. Innenpolitisch muss man sagen, dass wir weiterhin 400.000 offene Verfahren vor uns herschieben. Die Forderungen an den Innenminister, weiter tätig zu werden, stärker tätig zu werden, bleiben also von unserer Seite. Und immer noch dauert ein Verfahren mit 6 Monaten, deutlich länger, als der Innenminister es zugesagt hat. Auch da muss er also weiter liefern. Schließlich möchte ich noch hinweisen darauf, dass heute am 11. Mai die IG Metall zum Stahlaktionstag aufgerufen hat. Damit macht sie aufmerksam auf die Probleme in der Stahlindustrie, die durch internationale Überkapazitäten entstehen, insbesondere in China. Stahl ist eine wichtige Grundlage für unsere Wirtschaft und natürlich gibt es dort ausgesprochen viele Arbeitsplätze, die uns sehr am Herzen liegen. Etwa 90.000 sind es und wir sind an der Seite der Gewerkschaften dabei für den Erhalt dieser Arbeitsplätze und damit gegen Dumpingpreise zu kämpfen. Wir begrüßen es, dass die EU-Kommission Maßnahmen zur Sicherung fairer Handelsbeziehungen auf diesem Gebiet vorgeschlagen hat. Die Überkapazitäten in China dürfen nicht zulasten unserer heimischen Stahlarbeiterinnen und Stahlarbeiter gehen. Das Gleiche gilt für Überregulierungen auf hiesigen Märkten. Auch dort müssen wir kämpfen dagegen, dass unsere heimischen Stahlarbeiter
sind ja doch in der Mehrzahl männliche Stahlarbeiter, die Lasten davon tragen müssen. Und ein Wort noch zum Koalitionsausschuss, der am Mittwoch stattfindet. Wie schon in den letzten Wochen liegt auch da unser Fokus natürlich auf der Einigung zum Thema Leiharbeit und Werkverträge. Es gibt Millionen Menschen in diesem Land, die auf eine Verbesserung der Verhältnisse dort warten, sowie bei der Erbschaftssteuer. Dort hat das Bundesverfassungsgericht uns eine Deadline gesetzt. Und wir erwarten insbesondere von Herrn Seehofer, dass er endlich einlenkt, damit wir die eigentlich bereits beschlossenen Maßnahmen dort ergreifen können. Ich habe noch eine Frage zum Koalitionsausschuss, der ansteht. Haben Sie den Eindruck, dass es tatsächlich noch inhaltliche Vorbehalte von Seiten der CSU gibt oder geben wird, bevor man zu einer Einigung kommt bei der Erbschaftssteuer und bei der Leiharbeit? Oder würden Sie das Verhalten der CSU eher als Obstruktion einstufen? Also wie ist Ihr Befinden, wenn Sie sich über den Zustand der Koalition Gedanken machen? Und vielleicht noch ein Wort zum Thema Böhmermann. Wie schätzen Sie da die Situation ein am heutigen Tag? Also zum Thema Seehofer habe ich ja schon zu vielerlei Anlässen viel gesagt. Nach meiner Einschätzung ist es so, dass es eine grundsätzliche Differenz zwischen CDU und CSU gibt, die sich inzwischen egal wo manifestiert. Also dass insbesondere Horst Seehofer auch jeden Konfliktpunkt sucht, ob es in Wirklichkeit einer ist oder nicht. Die Bereiche Leiharbeit und Werkverträge ebenso wie die Erbschaftssteuer waren ja wirklich schon Konsens. Es gab eine Einigung und dort die Pakete wieder aufzumachen, erscheint mir absolut willkürlich. Das Klima scheint mir im Moment so zu sein, dass eine Einigung möglich ist und ich setze da sehr drauf. Was den Fall Böhmermann anbetrifft, er hat sich zum Ziel gesetzt, mit seiner Aktion zu provozieren und auch zu zeigen, dass Satire in Deutschland alles kann und alles darf. Das Ziel zu provozieren hat er erreicht. Wenn Sie mich persönlich fragen, als Person und als Sozialdemokratin und als Juristin im Zweifel immer für die Kunstfreiheit, im Zweifel immer für die Meinungsfreiheit. Das müssen wir aushalten. Frau Rau. Wenn ich da gleich noch mal nachfragen darf, was erwarten Sie jetzt konkret von der Bundesregierung? Soll sie ermächtigen, so wie es der türkische Staatspräsident wünscht, dass Ermittlungen eingeleitet werden? Oder soll sie diesen Wunsch abweisen? Wir fahren in Deutschland sehr gut mit dem Grundsatz, dass sich die Regierung aus der Justiz heraushält. Es gibt zwar formal ein Weisungsrecht von Staatsanwaltschaften, aber das wird praktisch nie genutzt. Ich halte das für einen guten Weg, den wir in Deutschland gehen, und ich würde den auch weitergehen wollen. Die Justiz macht ihre Arbeit und die macht sie in der Regel gut bei uns. Herr Petzold und dann Herr Gartmann. Das würde ja eigentlich bedeuten, dass die Bundesregierung ermächtigt werden sollte, damit die Justiz dann entscheiden kann, wie sie ermittelt. Also sind Sie dafür, dass die Situation ist ja nun einfach die, dass die Bundesregierung entscheiden muss, politisch, ob sie ermächtigt die Ermittlung oder nicht. Da muss doch die SPD eine Position dazu haben. Der Fall liegt bei der Staatsanwaltschaft in Mainz und insofern... Entschuldigung. Und ich bin der Meinung, dass sich die Politik, soweit es geht, aus justiziellen Ermittlungen heraushält. Herr Gartmann und dann Frau Rau. Frau Balle, ich möchte mich jetzt als Nichtjurist nicht mit einer Spitzenjuristin eigentlich anlegen, aber ich glaube, Sie haben jetzt eine Sache nicht erwähnt. Laut § 104 Strafgesetzbuch, wenn ich es richtig verstehe, ist klar, dass diese Anklage nur stattfinden kann, wenn die Bundesregierung sie zulässt, wenn sie ermächtigt. Und damit ist es eine politische Entscheidung der Bundesregierung, der die SPD angehört. Insofern ist die Frage, wie die SPD das jetzt einschätzt, relevant. Und dann können Sie sich, glaube ich, nicht darauf hin rausziehen, zu sagen, das muss die Justiz entscheiden. Naja, es gibt ja jetzt erstmal, also eine Staatsanwaltschaft ermittelt und legt dann ihre Ermittlungsergebnisse vor. Ich persönlich finde, dass man die Justiz ihre Arbeit machen lassen sollte. Vielleicht erklärt das Ihre Frage. Weil die Justiz hat ja ihre Arbeit gemacht. Die Staatsanwaltschaft hat bereits, so wie ich das weiß, sozusagen das Dokument an die Bundesregierung losgeschickt. Das wird dann irgendwann eingehen. Und
geprüft und dann gibt es eine Entscheidung. Aber solange wir nicht wissen, was das Ergebnis der justiziellen Ermittlungen ist, wir gehen da jetzt erstmal den ganz normalen Gang und vorher werde ich mich da auch nicht zu positionieren. Ich glaube, das werden Sie auch von wenigen anderen erfahren.